Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr auf dem Outbird YouTube-Kanal. Hier natürlich, wo sonst? Auf YouTube, ganz klar. Wieder mal ein Gast, wieder mal leider nicht persönlich, sondern auch zugeschaltet. Das kennen wir ja nun alle seit den pandemischen Zeiten via Zoom. Alexander Pfeiffer ist bei mir. Ich freue mich, dass du da bist, Alex. Moin. Hallo Gruppe. Servus. Wir wollen heute ein bisschen über dein aktuelles, dein brandneues Buch sprechen, die Terrorballade. Du hast es ja auch schon schön neben dich aufgestellt. Bevor wir aber zum eigentlichen Buch kommen, Alex, ich weiß, dass Menschen das ungern selbst machen und doch finde ich es immer so ein bisschen eine Herausforderung zu sagen, stell dich doch mal in zwei, drei Sätzen ganz kurz selbst ein bisschen vor. Ja nun, also mein Name ist Alexander Pfeiffer. Ich bin gebürtiger Wiesbadener, 1971 hier in Wiesbaden geboren, lebe bis heute hier, bin Schriftsteller, manchmal auch Literaturveranstalter, manchmal auch Moderator, leite regelmäßig Schreibwerkstätten mit Schülerinnen und Schülern hier in Wiesbaden in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt, mache eine monatliche Videokolumne, die heißt Pfeiffers Kulturkiosk, kann man auch bei YouTube sehen, wo wir seit 2016 Stück für Stück die Wiesbadener Kulturlandschaft kartografieren und Wiesbadener Kulturmacherinnen und Macher vorstellen. Ja, und bin seit etwas mehr als einem Monat erster Vorsitzender des ersten Wiesbadener Amateurboxclubs. Du hast gerade unter anderem von deiner Autorenschaft gesprochen. Du bist ja auch in der Edition Outbird kein Unbekannter mehr. Du hattest ja die Mitternachtssinfonie im letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht. 2022. 2022, vor 2 Jahren, genau. Aber als ja, Autor, als Schriftsteller hast du ja auch 2014 den Friedrich-Glauser-Preis verliehen bekommen. Was hat es genau damit auf sich? Es gibt zwei bedeutende Krimipreise in Deutschland. Das eine ist der Deutsche Krimipreis, das ist ein reiner Kritikerpreis. Und der zweite ist dieser Friedrich-Glauser-Preis. Und das Schöne beim Friedrich-Glauser-Preis ist, dass er von den Kolleginnen und Kollegen verliehen wird. Das ist der Krimipreis der Autoren. Und der wird verliehen in mehreren Kategorien, also bester Roman des zurückliegenden Jahres, bester Debütroman und eben auch bester Kurzkrimi. Und diesen Preis, also für den besten Kurzkrimi, habe ich im Jahr 2014 gewonnen. Für eine Kurzgeschichte mit dem Titel Auf deine Lieder senke ich Schlummer, was ein Zitat ist aus einem Gedicht von Gottfried Benn. War der dotiert, immer so gefragt, oder ist das nur so ein Preis, was heißt nur so ein Preis, der so ein bisschen für ein gewisses Renommee sorgt? Beides. Also er ist tatsächlich auch dotiert. Ich könnte dir jetzt aber die genaue Summe gar nicht mehr nennen, was ich damals bekommen habe. Muss ja auch nicht. Ausgegeben. Ja. Ebenfalls erwähnt hast du gerade schon das Stichwort Krimi. Eigentlich hatte ich mir die Fragen für etwas später notiert, aber wenn wir einmal so da beim Thema sind, mehr oder weniger, lass uns doch genau da einsteigen. Also für Krimi bist du ja, oder ist der Name Alexander Pfeiffer jetzt weit auch schon über die Landesgrenzen von wo du lebst, bekannt. Warum das Genre Krimi? Was fasziniert dich am Krimi? Ist es mehr so das Verbrechen im Allgemeinen? Ist es vielleicht das Lösen von Rätseln? Was genau fasziniert dich an dem Thema oder am Genre? Ich glaube, also wenn ich so an einer Sache festmachen sollte, dann sind es eigentlich die Regelverstöße, würde ich mal sagen. Also in Krimis hat man es immer zu tun mit Regelverstößen, mit Leuten, die sich nicht an die Regeln halten. Das ist eigentlich das, was mich an Literatur insgesamt interessiert. Also wenn da jemand ist, der Dinge irgendwie anders macht, der sich nicht an die Regeln hält, der gegen die Regeln der Allgemeinheit verstößt, ne? Und was passiert dann? Also Dostojewski, Schuld und Sühne, fußt auf genau dieser Frage. Ne? Was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Menschen umbringe? Was macht das mit mir? Was macht das mit mir als Teil der Gesellschaft? Was macht das auch mit mir als Individuum? Und alle diese Fragen lassen sich im Krimi eigentlich wunderbar abhandeln. Wo kommt das her? Also ich meine, das ist ja schon eine geile Erklärung. Ich habe ja nun schon einige, unter anderem auch Krimi-Autorinnen und Autoren interviewt, aber das Wort Regelverstöße ist mir so zumindest noch nicht untergekommen. Wo kommt es her? Hast du selbst als Kind, als Jugendlicher gern oder öfters gegen Regeln verstoßen? Wie kam das? Definitiv. Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, von meiner persönlichen Geschichte her, würde ich sagen, dass ich mich gerade als Kind
also eigentlich ganz früh, also seit ich denken kann, habe ich mich immer als Individuum wahrgenommen, als jemand, der sich eben nicht durch die Regeln, die für die anderen gelten, irgendwie fesseln lässt, sondern jemand, der sagt, ich mache das aber auf meine Art und eure Regeln interessieren mich nicht. Und es hat relativ lange gedauert, dahin zu kommen, dass ich mich selbst auch als Teil einer Gemeinschaft wahrnehme, was ich heute sehr stark tue und dass mir eigentlich klar ist, unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir uns Regeln geben und wenn sich auch alle oder möglichst viele dran halten. Also was machen wir mit denen, ne, die gegen die Regeln verstoßen? Oder wie viel Regelverstoß ist vielleicht auch okay, so im individuellen Rahmen? Ja, also wo funktioniert das, wo funktioniert es nicht? Wo fängt die Gesellschaft an, irgendwie kaputt zu gehen, wenn wir bestimmte Regelverstöße vornehmen? Ja. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Brecht auch, ne? Wo Unrecht zu Recht wird, Widerstand zur Pflicht, zum Beispiel. Aber, Ja, obwohl, genau. nee, das sind wir ja eigentlich genau im Thema, ne? Terrorballade heißt dein Buch, dein aktuelles. Und dem Klappentext ist ja schon zu entnehmen, worum es genau geht. Es geht um die dritte Generation der Roten Armee-Fraktion, beziehungsweise diese Verschwommenheit dieser ganzen. Wie bist du auf das Thema gekommen? Oder wie ist das Thema zu dir gekommen, ja? Ja, jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass ich Wiesbadener bin und das auch seit Geburt. Und gerade diese dritte Generation der RAF, die kam ja zu großen Teilen aus Wiesbaden. Also Wolfgang Krams, Birgit Hogefeld und Daniela Klette, das sind die drei, die hier in Wiesbaden in den späten 70ern und frühen 80ern unterwegs waren. Wolfgang Krams und Birgit Hogefeld kamen beide aus Taunusstein. Das ist ein Vorwort hier von, ein Vorort von Wiesbaden. Wolfgang Krams ist auch beerdigt auf dem Südfriedhof hier in Wiesbaden. Insofern kam das Thema eigentlich tatsächlich mehr oder weniger zu mir, weil das, also ich erinnere mich, dass ich als junger Mann, als Teenager und junger Erwachsener war das in Wiesbaden einfach noch sehr stark präsent. Also diese linke Szene. Man musste gar nicht danach suchen, sondern es war da und es gab diese sogenannte Rote Hilfe in Wiesbaden. Das waren also Menschen aus der linken Szene, die sich um die zweite Generation der RAF, die damals im Gefängnis saß, gekümmert hat, die also zu denen ins Gefängnis gegangen ist und denen Hilfestellungen geleistet hat, die mit den Leuten gesprochen haben, denen Dinge gebracht haben ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und aus dieser Roten Hilfe ist tatsächlich interessanterweise die dritte Generation der RAF dann entstanden. Also Leute wie Wolfgang Krams und Birgit Hogefeld und Daniela Klette, die erwähnten, die waren in dieser Roten Hilfe. Die haben Unterstützerdienste geleistet für die inhaftierten Terroristen der zweiten Generation und haben dann irgendwann für sich selbst beschlossen, abzutauchen, in den Untergrund zu gehen und diese Arbeit der Roten Armee-Fraktion weiterzuführen, was sie dann ja auch getan haben, bis zu einem bestimmten Punkt, an dem das dann gekippt ist. Das war der Mordanschlag auf einen amerikanischen GI, auch hier in Wiesbaden passiert, gerade um die Ecke von dort, wo ich jetzt sitze, ist wirklich nicht weit von hier, wurde aus einer Bar in Wiesbaden der Westend, wurde also ein amerikanischer GI ahnungslos von einer Frau, man nimmt an, es war Birgit Hogefeld, in ein Waldstück gelockt und dort hat ein Mann, wir nehmen an, es war Wolfgang Krams, mit einer Waffe gewartet, der ihn niedergeschlagen und dann erschossen hat, um ihm seinen Installation Pass abzunehmen, mit dem er am nächsten Tag mit einem LKW voller Sprengstoff dann auf das Airbase-Gelände in Frankfurt gefahren ist, um dort einen Sprengstoffanschlag zu machen. Und das war der Punkt, wo ganz viele Leute hier in Wiesbaden gesagt haben, das unterstützen wir nicht mehr. Also weder inhaltlich noch moralisch. Also einen amerikanischen Soldaten, der niemandem etwas getan hat, der einfach hier stationiert ist, der abends einen trinken war, umzubringen, um an seinen Installation Pass ranzukommen. Und da ist diese Geschichte gekippt. Der hat sich neu ausgerichtet und dann gab es 1993, das kommt im Buch ja auch vor, diesen ersten, die erste und dann ja auch letzte Aktion der RAF, wo man ein Hochsicherheitsgefängnis in Darmstadt-Weiterstadt gesprengt hat, ohne dass Menschen drin waren. Es ist also niemand gestorben, es ist ein Gefängnis gesprengt worden. Und man wollte sich also neu ausrichten. Und jetzt wissen wir heute, dass es dazu nicht mehr kam, weil kurz drauf, also im Frühjahr 1993, dann diese Geschichte in Bad Kleinen passiert ist, ne, wo Wolfgang Krams ums Leben gekommen ist, Birgit Hogefeld festgenommen wurde und der V-Mann, der die Polizei, die GSG 9,
dorthin geführt hat. Klaus Steinmetz, so hieß er, auch der hat hier in Wiesbaden gelebt und in einem Szenecafé gearbeitet. Der stand da hinter der Theke. Und ich war tatsächlich im, glaube ich, im April 1993 auf einer WG-Party von eben diesem Klaus Steinmetz, ne, diesen, wo man dann später, kurz darauf, im Juni, glaube ich, war es, erfahren hat, der war ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Und dann war er natürlich auch untergetaucht und bis heute hat ihn keiner mehr gesehen. Er hat aber, das weiß man, immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen zu alten Freunden aus der Okay. Wiesbadener Szene. Und genau da setzt er dann meine Geschichte an. Ne? Ja. Ich weiß, das sind so viele Fragen. Uns reichen 20 Minuten eigentlich nicht. Wir müssten mindestens 5 Stunden führen. Weil mich interessiert, du hast gerade gesagt, es sind so viele Leute gewesen, die dann gesagt haben, nee, also mit der Ermordung des GIs und mit dem Sprengstoffanschlag auf diese Base, nee, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Nun war das. Warst du einer dieser Leute oder kennst du Leute persönlich? Kanntest du damals Leute persönlich, die schon in diesen Kreisen verkehrten und gesagt haben, Alter, auf keinen Fall habe ich keinen Bock drauf? Ja, es gab definitiv Leute, die da viel näher dran waren als ich. Also ich hatte eigentlich mit dieser Szene ja wirklich nur am Rande zu tun. Und für mich war das eigentlich auch immer total absurd, dass man also im Kampf für eine vermeintlich menschlichere Welt Menschen umbringt. Das hat für mich einfach nicht zusammengepasst. Also Ja. insofern ist das immer schon schwierig. Es gab aber durchaus Leute, die das anders gesehen haben, die das alles erklären und begründen konnten. Und es gab ja dann auch mal diese RAF-Pamphlete. Das hat eigentlich niemand verstanden. Also ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Also da wurde eine Sprache verwendet, die war so verquast, so vermeintlich intelligent, aber wirklich so, dass es eigentlich niemand verstanden hat. Also es wurden Begründungen geliefert, die für, ich glaube, 99% der Bevölkerung nicht nachvollziehbar waren. Ne? Also warum das jetzt also ein guter Weg sein sollte in eine bessere Welt. Und das Absurde ist ja eigentlich, dass ich also gerade da an dem Punkt, als man dann irgendwie das begriffen hat, Birgit Hogefeld, die ja später darüber gesprochen hat, hat gesagt, sie sind Irrtümern aufgesessen, sie sind Irrwege gegangen. Ne? Das hat sie dann ja eingesehen später. Ne? Aber damals waren sie natürlich überzeugt von dem, was sie gemacht haben. Und gerade als man dann einen Kurswechsel vornehmen wollte und gesagt hatte, also wie können wir politischen Protest in radikaler Form anders gestalten als mit Attentaten, den Morden, ist dann das ganze Ding in die Luft geflogen und es war vorbei. Und das ist eigentlich für mich auch so eine zentrale Frage, die ich mir gestellt habe bei der Arbeit an diesem Buch. Wie kann politischer Protest überhaupt funktionieren, wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was die Mehrheit macht? Ne? Sind wir wieder bei den Regelverstößen. Ja. Was kann ich tun, um meinen Protest irgendwie zu leben? Wirkungsvoll zu machen oder Ja. Nachdruck zu verleihen, vielleicht. Ja, du sprichst von deiner Arbeit an dem Buch. Das interessiert mich auch extrem. Wir werden zwar nachher noch mal etwas detaillierter darauf eingehen oder beziehungsweise darauf zu sprechen kommen, aber wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Wie lange hast du recherchiert? Wo hast du recherchiert? Wie hast du recherchiert? Mit welchen Menschen hast du gesprochen? Musstest du überhaupt mit Menschen sprechen? Genau. Wie sah die Arbeit aus? Also ich wusste eigentlich sehr lange schon, dass ich irgendwann das mal verwenden will für eine Geschichte. Also diese Dinge, die ich ja aus eigener Erfahrung kenne, die ich miterlebt habe, dass ich da irgendwann mal drüber schreiben will. Ich wusste nur nicht, in welcher Form. Und irgendwann, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was der Auslöser war, aber irgendwann habe ich also wirklich angefangen, habe mich hingesetzt und habe sehr viel gelesen, weil es mich interessiert hat, was weiß man denn heute eigentlich noch darüber? Also was kann man in der Presse so nachlesen? Es gab dann immer mal so Jubiläen, 30 Jahre Deutscher Herbst oder sowas, und da wird mal wieder drüber geschrieben. Gerade hier in Wiesbaden natürlich auch ist es immer wieder Anlass, dann zu gucken, wie war das eigentlich alles damals oder was macht zum Beispiel jemand wie Klaus Steinmetz heute? Das weiß ja niemand. Ne? Und wenn man aber mal anfängt nachzulesen und zu recherchieren, erfährt man schon das eine oder andere. Und ich habe da tatsächlich für mich überlegt, mache ich jetzt das so wie zum Beispiel Wolfgang Schorlau, der ja diese wirklich unglaublich bis ins letzte Detail recherchierten Kriminalromane schreibt, die dann 500, 600 Seiten haben und wo er also wirklich seine Recherche so richtig in Romanform offenlegt. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich nicht mein Weg. So habe ich bisher nicht geschrieben und so will ich auch nicht schreiben, sondern
Ich erzähle die Geschichte über diese Figur, über diesen Sänger, der ein Privatdetektiv, der kein Detektiv sein will. Und das war eigentlich dann mein Zugang, dass ich dachte, naja, ich verwende einfach das, was ich weiß, und ich mache eine persönliche Geschichte drauf. Ich hänge es an dieser Figur auf, die sich dazu irgendwie verhalten muss, die genau wie ich selbst Leute kennt aus dieser Szene, damit nie wirklich zu tun hatte oder höchstens am Rande zu tun hatte und der sich jetzt Jahrzehnte später damit nochmal auseinandersetzen muss und für sich selbst gucken muss, wie fand ich das eigentlich alles damals oder wie finde ich es heute, wie viel hatte ich damit zu tun und welche Wege sind die Leute auch gegangen, die damals sich anders entschieden haben, die sich tatsächlich dafür entschieden haben, für die Gewalt, für das Leben im Untergrund. Und da ist ja der ganz spannende Aspekt, dass also es noch drei Überlebende gibt, ne, aus dieser dritten Generation der RAF. Das sind die erwähnte Daniela Klette und zwei Männer aus der Hamburger Szene, von denen man auch weiß, dass sie bis in die jüngere Vergangenheit hinein nicht Terroranschläge, aber Überfälle auf Geldtransporter gemacht haben und da zum Teil richtig viel Geld erbeutet haben, einfach um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Auch die sind sehr hohe Summen ausgesetzt. Also es läuft eine Fahndung, auch das seit Jahrzehnten. Die sind immer noch auf freiem Fuß. Und das ist auch so eine Frage, die mich da beschäftigt hat. Wie leben die eigentlich heute? Wie kann man sich das vorstellen? Da leben drei Menschen, die sind mittlerweile auch 60, über 60 im Untergrund, machen Überfälle auf Geldtransporter mit Panzerfäusten und Maschinengewehren, die also offensichtlich noch übrig sind aus dem Arsenal der RAF, tauchen dann wieder ab in irgendwelche konspirativen Wohnungen. Man vermutet, sie sind im Raum Norddeutschland, vielleicht auch Holland unterwegs, aber niemand weiß es ganz genau. Wie lebt so jemand eigentlich? Das ist Wenn ja. du die Möglichkeit gehabt hättest, meinetwegen durch irgendeinen gemeinsamen Kontakt, innerhalb der Recherche, meinetwegen in Hamburg oder so, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, hättest du sie wahrgenommen, dich mit einem dieser Menschen oder vielleicht sogar mit allen dreien zu unterhalten? Sicher, natürlich, das wäre ja sehr, also einfach schon alleine, weil es natürlich sehr, sehr spannend gewesen wäre. Ich lege aber natürlich großen Wert darauf, dass diese Geschichte, die ich hier erzähle, eine fiktive ist, ne? Also eine fiktive Geschichte vor einem realen historischen Hintergrund. Das ist alles ausgedacht, ne? Ich habe mir überlegt, wie könnte es sein? Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, das Spannende beim Schreiben, dass man spielt Gott, ne? Man baut sich seine eigene Geschichte. Ja, lass uns doch genau daran dabei bleiben. Obwohl ich gerade noch nachgefragt hätte, hättest du da nicht Angst? Doch komm, lass uns die Frage noch stellen. Hättest du da nicht eventuell, wenn du quasi die Möglichkeit wahrgenommen hättest, dich mit diesen Menschen zu unterhalten, hättest du nicht ein bisschen Schiss gehabt, dass dann irgendwelche Behördenverfolgungsorgane zu dir kommen und sagen, jetzt sagen wir mal, Buddha bei die Fische, wo sind die Jungs? Ja? Also das zum einen, wenn ich es offengelegt hätte, natürlich hätte mir das blühen können. Zum anderen, aber verpflichtet ist dann ja, glaube ich, auch. Ne? Also wenn man mit den Personen gesprochen hat und kennt die reale Geschichte, gibt es dann vielleicht auch so eine Verpflichtung, nahe der Realität zu bleiben, um denen irgendwie nicht Unrecht zu tun. Und das hätte mich beim Schreiben möglicherweise eingeengt. Ich wollte ja das fiktiv machen. Ne? Ich wollte wirklich das für mich so zurechtspinnen, dass am Ende eine Geschichte dabei rauskommt, die mir passt. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal inhaltlich zum Buch oder beziehungsweise auch so ein bisschen zum Aufbau. Das Buch ist ja, also man steigt quasi ein und sitzt direkt mit zwei Menschen an einer Bar. Das Buch ist sehr, sehr dialogisch aufgebaut. Und bei mir hat sich manchmal so ein bisschen beim Lesen oder ist der Eindruck erweckt worden, dass du quasi einen Film, der in deinem Kopf abläuft, nur protokollierst, also was heißt nur, dass du den protokollierst, dass du manchmal mit dem Schreiben gar nicht hinterherkommst, dass die Ideen so, also dass der Film vor dir abläuft und du ganz schnell mitschreiben musst und erst dann irgendwie daraus aus diesen ja, stenografierten Protokollen oder Abschriften quasi das Buch gezaubert hast. War das in etwa so? Spielt ein Film sich vor dir ab beim Denken an dieses Buch? Interessant, dass du das sagst. Also tatsächlich ist ja diese Hauptfigur, dieser Sänger, ein Filmvorführer, weil er jetzt ein ehemaliger Filmvorführer, er hat Film studiert, hatte eigentlich den Traum, selbst Filmemacher zu werden. Das hat nicht funktioniert. Er hat stattdessen als Filmvorführer gearbeitet, viele Jahre lang, ist jetzt arbeitslos in dem neuen Roman. Und der Vorgängerroman,
Geisterchoral, der hatte schon dieselbe Hauptfigur, da war der Sänger noch Filmvorführer. Da war das tatsächlich so, dass ich das sehr stark filmisch angelegt habe. Also da gab es eigentlich kaum klassische Erzählung, sondern da gab es eigentlich fast nur Szenen, ne? Also wirklich, die passieren ganz direkt, ne? Szene an Szene an Szene und dazwischen Schnitte. Und das war so viel in diesem vorherigen Roman, dass ich dachte, naja, ich versuche hier bei dem jetzt mal ein bisschen mehr zu erzählen. Insofern überrascht mich das jetzt, was du sagst, aber natürlich dieser filmische Ansatz, also Dinge in Szenen aufzulösen. Ich glaube, das ist einfach meine Art zu schreiben. Also ich liebe auch Film, gehe furchtbar gerne ins Kino. Meine Tochter studiert Film mittlerweile. Ja. Da hat sich also offensichtlich auch etwas weitergetragen. Ich durfte auch schon zweimal jetzt als Schauspieler an Projekten von ihr teilnehmen. Also ja, klar, das ist da die Begeisterung für Film, ne? Also das merkt man definitiv. Du hast mir jetzt die Antwort für die nächste Frage oder für die Folgefrage ein kleines bisschen vorweggenommen, was natürlich gut ist. Denn in dem Buch selbst, in der Terrorballade, werden ja ganz, ganz viele Anspielungen gemacht. Man liest von Filmplakaten, die in Wohnungen hängen, über Esstischen zum Beispiel. Es werden Anspielungen gemacht auf Schauspielerinnen, Schauspieler, Regisseure, Jim Jarmusch, um nur einen zu nennen. Da wäre jetzt meine Frage gewesen, welche Rolle das Genre Film überhaupt in deinem Leben auch persönlich spielt, beziehungsweise wie du es in die Literatur transportierst, hast du ja gerade schon gesagt im Grunde. Dann lass mich dir die andere Frage, eine sehr konfrontative Frage stellen. Man sieht dich gerade vor einem Buchregal sitzen und nicht vor einem DVD- oder VHS-Kassettenregal, denn deine handelnde Person hat ja auch noch VHS-Kassetten, weiß ja auch aus Angst, oder was heißt aus Angst? Ich glaube, seine jüngst ihm anvertraute oder angetraute Frau sagt, wenn wir zur Hochzeitsreise fahren, willst du denn nicht irgendwie wie hast du es denn geschrieben? Also dein Filmarchiv irgendwie verschließen, dass deine Tochter nicht rankommt, die gerade 18 geworden ist. Und er sagt, das sind VHS-Kassetten. Damit weiß ich eh nicht, wie das geht. So. Film oder Buch? Was ist dir wichtiger? Also ich meine, natürlich schreibe ich selbst Bücher und ich habe auch ein paar, wie man sieht. Also insofern schon Buch, Literatur natürlich, das ist mein Medium. Wie gesagt, ich mochte immer Musik. Ich hätte mich auch vor das Schallplattenregal jetzt setzen können, das Regal mit den DVDs und VHS-Kassetten steht. Bisschen weiter, hätte ich mich auch davor setzen können. Also es ist schon alles da, aber natürlich ist mein Medium das geschriebene Wort. Ne? Und das ist eigentlich auch etwas, was mir jetzt aufgegangen ist, als ich das gesehen habe bei meiner Tochter, ne? Wie die da arbeiten an so einem Filmset. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. So viele Menschen, die man koordinieren muss, die man irgendwie zusammenbringen muss, die sich auch mittlerweile in der Zusammenarbeit irgendwie so ein bisschen verstehen müssen. Und dann kracht es mal. Das alles haben wir ja beim Schreiben nicht. Ne? Wir haben einfach nur uns selbst und unseren Kopf und vielleicht noch einen Computer. Auch den brauchen wir nicht wirklich. Wir können auch einfach einen Kugelschreiber und ein Stück Papier nehmen. Also das finde ich immer noch sehr. Ja, also das ist das Schöne daran irgendwie, ne, dass man das mit sich selbst machen kann und dass man eben auch wirklich überhaupt keine Rücksicht nehmen muss. Also man kann Gott spielen, man ist Gott, ne? Es gibt keine anderen Götter neben einem selbst, sondern man macht das alles ganz alleine. Ja. Jetzt lass uns kurz noch auf den Hauptprotagonisten zurückkommen. Du hast gerade schon oder vorhin schon angedeutet, wir reden von einem Detektiv, der eigentlich gar kein Detektiv sein will. Und du spielst vielleicht absichtlich, keine Ahnung, so ein bisschen mit einem Klischee, nämlich so ein bisschen, ne, der eigentlich verneinende, seine Arbeit verneinende Detektiv, der so ein bisschen randständige, der vor allen Dingen aber auch, oder wo auch. Ja, Alkohol eine gewisse Rolle spielt und in dem Buch ja sogar eine durchaus erhebliche Rolle spielt. Was hat Alkohol mit der Detektei, mit den Figuren zu tun? Was spielt Alkohol vielleicht auch in deinem Leben und vor allen Dingen in der Kunst für eine Rolle, deiner Meinung nach? Also für den Roman lässt sich das so beantworten, dass es ja da ein Vorbild gibt, auf das auch immer wieder Bezug genommen wird, nämlich Der dünne Mann, ein Roman von Dashiell Hammett. Und da ist die Hauptfigur ein ehemaliger Detektiv, Nick Charles,
Der hat gerade geheiratet, eine sehr reiche Frau. Das heißt, er muss nicht mehr arbeiten, er muss eigentlich nur noch das Geld seiner Frau ausgeben. Und sie sind so, also Nick und Nora Charles sind so ein Glamour-Paar, die durch die Bars ziehen und da wird auch unglaublich viel getrunken. Das war so das Vorbild für den Sänger und seine Okay, Marlene in ich meinem bin ein großer Roman. Freund von Dashiell Hammett, aber den habe ich, scheiße, das habe ich nicht gecheckt. Verdammt. Also es kommt ja immer wieder mal vor, also ne, so kleine versteckte Bezüge, auch ganz am Anfang im ersten Kapitel schon. Es ist tatsächlich eine Referenz an Der dünne Mann, weil, also der, könntest du jetzt nachschauen, der Roman beginnt tatsächlich absolut identisch wie Der dünne Mann, Also nämlich dann muss ich der dünne Mann lesen, habe ich nämlich noch nicht gemacht. er ist und kann er sein will, steht an einer Bar und es kommt eine Frau zu ihm und sagt, hey, du bist doch dieser Detektiv. Und er sagt, nein, also lass mich in Ruhe, ne? Und wir können uns schon vorstellen, natürlich. Sie hat einen Auftrag für ihn und am Ende wird er den Auftrag annehmen. Ja. Also das dazu. Ansonsten sage ich immer natürlich ja. Also ich erlebe das immer stark bei Leuten, die im Bereich Theater tätig sind, dass da der Alkohol ja offensichtlich eine große Rolle spielt. Den Schriftstellern sagt man das auch nach. Ja, sicher. Also bei mir, ich habe es ja jetzt schon erzählt, ich bin mittlerweile der erste Vorsitzende eines Boxvereins. Und ich bin auch in diesem Verein jetzt seit 11 Jahren Mitglied. Und tatsächlich ist das so etwas, was bei mir so ein bisschen für diesen Umschwung gesorgt hat. Also, dass es nach neben dem Künstlerleben mit allem, was dazugehört, eben jetzt auch noch was anderes gibt, nämlich den Sport. Und ich merke, dass mir das sehr, sehr gut tut. Ansonsten habe ich natürlich auch, also gerade in meinen 20ern und 30ern so gelebt, wie man sich das vorstellt. Das war sicher keine gesunde Lebensweise. Und irgendwann überlegt man dann, machst du jetzt so weiter oder findest du vielleicht noch irgendwas zum Ausgleich? Es ist gut, wenn genau dieser Knackpunkt kommt und dann man auch sich selbst eingesteht, komm, jetzt lass uns mal anders machen, dass wir vielleicht noch 10 Jahre länger haben. Ne? Zwei Ja, Fragen das. noch, lieber Alex, bevor wir leider schon zum Schluss kommen müssen. Du hast mal unserem gemeinsamen Verleger, dem Tristan, ich glaube im Vorgespräch irgendwann mal zur Terrorballade gesagt, dass das Buch eventuell in Wiesbaden etwas größere Wellen schlagen könnte. Kannst du kurz darauf eingehen, was du damit gemeint hast? Ja, ich habe ja jetzt schon erwähnt, also dass das natürlich also auf persönlichen Erfahrungen beruht, also der erste Impuls, das überhaupt zu schreiben, also dass es diese Leute ja gab in Wiesbaden. Natürlich, also wie gesagt, Wolfgang Krams ist heute ist lange tot, Birgit Hohgefeld hat sich komplett losgesagt, die ist mittlerweile aus dem Gefängnis wieder raus, spricht aber nicht über diese Zeit. Sie wohnt irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, aber sie gibt keine Auskünfte. Der Lila Klette, haben wir auch schon gehört, ist untergetaucht. Ist nicht ansprechbar. Klaus Steinmetz können wir nur vermuten, wo er sich heute aufhält. Aber die Leute aus dieser Wiesbadener Unterstützerszene, die mit denen zu tun hatten, die mit denen Freundschaften hatten, sogar Beziehungen, Affären, Liebesgeschichten, die sind ja alle noch da oder viele davon sind noch da. Und natürlich war so ein bisschen eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie reagieren die auf so eine Geschichte vielleicht, ja. Also der Anknüpfungspunkt, dass dieser V-Mann, dieser untergetauchte V-Mann, im Buch heißt er ja Robert Zimmermann, dass der Briefe schreibt an alte Weggefährten in Wiesbaden aus seinem Versteck, wo auch immer das ist. Das ist belegt. Das hat er tatsächlich getan oder tut er bis heute, ne? Also diese Kontaktaufnahmen, die haben stattgefunden. Also man kann davon ausgehen, es gibt Leute in Wiesbaden, die ein bisschen mehr wissen als ich, die vielleicht wissen, wo der ist heute, wo er sich aufhält, die sich vielleicht auch mal mit ihm getroffen haben. Könnte jetzt natürlich sein, dass der ein oder andere das dann nicht so angenehm findet. Aber du ist das Buch ja draußen. Hat es denn schon Reaktionen jetzt gegeben aus dieser, sage ich mal in Anführungsstrichen, befürchteten Erwartung? Also keine negativen. Ich bin angesprochen worden von jemandem aus dem Café Klatsch. Das ist dieses erwähnte Szene-Café, was seit mehreren Jahrzehnten hier in Wiesbaden als Kollektiv betrieben wird, was auch explizit bis heute sich als linkes Café, linker Szene-Treff definiert. Die würden gerne eine Lesung mit mir machen, da bin ich sehr gespannt drauf. Auch da ist mittlerweile eine deutlich jüngere Generation, also alle, die dort arbeiten heute, sind auch viel, viel jünger als ich. Die kennen diese ganzen Geschichten auch nur vom Hörensagen.
Aber ein paar von den alten könnte ich mir vorstellen, kommen vielleicht dann auch zu dieser Lesung und dann könnte ich mir vorstellen, dass es da interessante Gespräche gibt. Bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Letzte Frage, Alex. Dein Buch heißt Terrorballade. Was daran oder an diesem Buch ist balladesk? Warum heißt es Terrorballade? Also Ballade zum einen deshalb, weil die Hauptfigur heißt ja Sänger. Ne, und es gab jetzt schon den Vorgängerroman, der hieß Na, okay. Geisterchoral. Ne, also auch ein Gesangsstück. Das war eigentlich die Idee, immer Gesangsstücke zu nehmen im Titel. Und jetzt ist es eine Ballade. Ballade, stelle ich mir sowas vor, dass da jemand steht, der etwas singt, eine Geschichte erzählt aus der Vergangenheit, liebe Leute, hört mir zu, so und so hat es sich zugetragen. Und der Sänger muss ja hier tatsächlich auch sehr stark zurückgehen in seine eigene Vergangenheit und das alles rekapitulieren. Ne? Wie war das eigentlich damals? Ne? Also er liest dann auch ganz viel, aber ganz viel ist natürlich auch eigene Erinnerung, dass er sich das selbst wieder zusammensetzt und versucht für sich selbst zu klären, wie war eigentlich damals mein Standpunkt, ne, in dieser ganzen Geschichte und wie ist er heute? Hm? Ja. Ja, deshalb die Ballade. Höchst interessant. Also, ich habe mich sehr wohlgefühlt beim Lesen dieses Buches. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr tut es auch. Ihr wisst, wo ihr es bestellen könnt. Verlagslink, Shoplink, alles unten in der Beschreibung. Alex, ich danke dir, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Wie gesagt, ich könnte noch 2 Stunden, aber sage ich ja fast immer, miteinander reden. Vielleicht ergibt sich's. Wir sehen uns ja, glaube ich, zur Buchmesse in Leipzig jetzt in diesem Jahr. Dieses Jahr leider nicht, aber Nicht. ja, es wird sicher andere Gelegenheiten geben, wo wir dann die 2 Stunden oder auch gerne noch mehr Genau. uns nehmen. Also wo ihr alle Lesungen von und mit Alexander Pfeiffer sehen und genießen und erleben dürft, findet ihr natürlich auf der Outspurt-Webseite unter dem Stichwort Kalender oder Termine. Auch das sei nochmal gesagt. Wie gesagt, danke Alex fürs Rede und Antwort stehen. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Nicht vergessen, abonnieren und so weiter. Ihr kennt das ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank an dich.